Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe euch ganz schön vernachlässigt in letzter Zeit. Tut mir leid. Wie gesagt, es ist total schönes Wetter draußen. Ich bin unheimlich viel draußen. Wir waren letztes Wochenende auch in unserem Ferienhäuschen. Und ich habe da auch so ein bisschen gefilmt, aber wir sind noch nicht ganz fertig geworden. Deswegen dauert das noch ein bisschen, bis ich dazu was hochlade. Ja, ich habe mir gedacht, ich bastel heute einfach mal ein bisschen und nehme euch mal mit. Also ich habe in letzter Zeit zwar zwischendurch immer mal wieder was gebastelt, habe euch aber eben nicht mitgenommen. Und jetzt mache ich mal die Kamera an und ich werde gleich einfach Musik laufen lassen für euch und werde mir hier ein bisschen Film oder irgendwas angucken. Und ja, werde so ein bisschen vor mich hin basteln. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute diese Bilderrahmen vom Action mal fertig basteln. Und ja. Da werde ich gleich mal mit anfangen. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut zu. Thank you.
reicht das jetzt hier schon hin. Ich mag das ja immer nicht, wenn es so vollgebatscht ist. Also schlicht, naja, ein bisschen voller, schlicht und ganz schlicht. Und das sind jetzt so meine Resultate, die ich mir hier jetzt zusammengebastelt habe. Ich habe wieder viele Sachen von denen, die hier dabei waren, nicht verwendet, weil ich die einfach nicht so schön finde. Und ja, ich werde die, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich sie aufhebe oder ob ich es wegschmeiße, mal gucken. Und ja, auf jeden Fall sind das jetzt so meine Resultate, wie ich es gerne haben möchte. Und da werde ich mir die Tage ein paar nette Fotos reinmachen und dann werde ich die hier an meinen Schreibtisch wahrscheinlich irgendwo machen, wobei der schon ganz schön voll ist und ich hier auch immer reingreifen muss. Deswegen werde ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich sie mir auch an die Wand. Mal schauen. Diese Halterungen funktionieren irgendwie mal so gar nicht. Also man kriegt die da zwar rein mit ein bisschen Gewürge und Gedrücke, aber die halten halt nur von 12 bis Mittag. Also wenn man hier jetzt nicht hinten festhält und unten das Gegenteil reinschiebt, dann fällt es schon wieder raus. Und also da, ja, also es steht jetzt, aber es ist halt, fällt halt sehr schnell wieder auseinander. Also wenn man sicher ist, dass man es hinstellen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall festkleben und ein bisschen festhalten, bis es getrocknet ist, und ansonsten hat man den hier auch zum Aufhängen an die Wand. Und ich glaube, ich werde es mir eh auf die, an die Wand hängen, und wir haben auf unserem Treppenaufgang von unten hier hoch noch Platz, und da werde ich das, glaube ich, machen. Ja, die habe ich jetzt nur als Platzhalter reingemacht, finde ich so auch ganz süß. Und ja, mal gucken, wenn ich da noch kein Foto drin habe, dann werde ich es halt einfach so hinhängen, sind ja auch süß. Ich weiß noch nicht, vielleicht lasse ich es auch so und verschenke sie. Ich wüsste auch jemanden, den ich verschenken kann, der sowas wirklich gerne mag. Und ansonsten mag ich das auch und es passt auch in mein Wohnzimmer und deswegen.